Also ich bin Kerstin Gedecke, bin von Geburt an blind durch grünen Star oder Glaukom und habe das von meinem Vater geerbt und sehe jetzt noch so hell und dunkel und bis vor einer Weile auch noch Farben. Und als Kind konnte ich ein bisschen mehr sehen, ich konnte aber nie voll sehen, also ich konnte nie Gesichter erkennen oder nie lesen. Ja, wie finde ich mich in meiner Wohnung zurecht? Ist eigentlich ganz normal, dass, wie soll ich sagen, ist normal eingerichtet und da gibt es jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, manchmal denken ja die Leute, ich hätte irgendwie so Handläufe oder weiß der Geier was. Also wir sind jetzt nicht im Pflegeheim oder so. Also was für mich halt wichtig ist, ist grundsätzlich so ein Ordnungssystem, damit ich Dinge eben einfach schnell wiederfinde, weil ich, also erstens keine Lust habe, lange zu suchen und zweitens mich ja auch nicht auf die Schnelle mal umgucken kann, wo könnte es denn liegen, sondern ich muss dann wirklich lange mit meinen Händen sozusagen oder Füßen oder wie auch immer suchen. Lorbeer, falls jemand ja auch Lorbeer möchte oder so. Also was vielleicht speziell ist, ist, dass, ja, dass ich halt die bei der Waschmaschine die Programme beschriftet habe mit Blindenschrift oder eben bei dem Temperaturregler vom Backofen so Markierungspunkte dran gemacht habe, aber ich würde sagen, das ist so mehr oder weniger das Einzige. Also ich habe die Teepackung in Blindenschrift beschriftet, also dass ich halt weiß, was für ein Tee ist. Also ansonsten als Trick so beim Aufgießen, also wenn es rundherum leise ist, dann kann man sich so an dem Geräusch orientieren, weil je voller die Tasse wird, desto höher wird sozusagen der Eingießton. Also einen Computer benutze ich so, dass ich schreibe auf der normalen PC-Tastatur, also 10-Finger-Schreibsystem oder wie man es nennt. Und die Grundstellung ist markiert. Microsoft Word, Seite und dann gibt es so eine Braillezeile dazu, da kann ich sozusagen in Blindenschrift drauf lesen, was ihr auf dem Bildschirm lesen könnt. Also es ist allerdings immer nur eine Zeile dessen, was ihr auf dem Bildschirm habt. Das sind so kleine Stifte, die halt praktisch aus dieser Fläche, aus dieser Zeile nach oben rauskommen und dann die Buchstaben in Blindenschrift darstellen. Also grundsätzlich gibt es für blinde Menschen so ein Training in lebenspraktischen Fähigkeiten, wo man halt so diesen ganzen, ich sag mal, Alltagskram lernt. Also wie kocht man sich was, wie schneidet man, keine Ahnung, Obst, Gemüse, wie wäscht man ab, wie wischt man den Boden und so Dinge. Und da gibt es halt so bestimmte Griffe, die man ja zum Schneiden verwenden kann. Also so ein Dreiecksgriff zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier meinetwegen eine Möhre habe, dann stelle ich sozusagen die Finger praktisch auf und stütze mich mit dem Daumen ab und schneide dann praktisch vor den Fingern sozusagen die Möhre so durch. 320 Gramm. Also es gibt zusätzlich zu dem Training lebenspraktische Fähigkeiten, gibt es noch ein Training Orientierung und Mobilität, wo man halt diese ganzen Orientierungssachen lernt. Also wie orientiert man sich in der Wohnung, wie erschließt man sich ein fremdes Zimmer, also wie erkundet man ein Zimmer, wie orientiert man sich auf der Straße, sowas. Wie benutzt man den Stock? Orientiere ich mich also anhand markanter Punkte. Markante Punkte sind zum Beispiel feststehende Hindernisse, also sowas wie Roller oder Haltestellenhäuschen oder auch so Anzahl der Querstraßen, also dass ich eben weiß, zum S-Bahnhof brauche ich, muss ich so und so viele Querstraßen überqueren. Wenn ich bestimmte Hauseingänge, bestimmte Läden finden will, dann mache ich das so, dass ich mir also erstmal fremde Wege zeigen lasse und die auch übe, damit ich sie ja, mir einpräge und lerne. Und dann versucht man eben so markante Punkte zu finden, wie viel Kopfsteinpflaster-Einfahrten muss man überqueren. In dem Bioladen, da haben sie mir eben wirklich angeboten, also als die hier vor ein paar Monaten eröffnet haben, dass ich mich am Backstand melden kann und dann kommt halt jemand vom Personal und hilft mir, wenn es der Schichtleiter persönlich ist. Thank you.
lieber mit Zartbitterschokolade oder lieber mit Vollmilch? Lieber mit Zartbitter. Mit Zartbitterschokolade. Eine oder zwei? Drei. Drei? Alles klar, machen wir. Ich fühle mich beeinträchtigt, wenn ich an irgendwelche Grenzen stoße. Also wenn ich irgendwie in der Stadt unterwegs bin und es stehen irgendwie tausend Hindernisse auf dem Fußweg rum, wo ich denke, ja, ein anderer läuft einfach drum rum und ich muss halt immer tierisch aufpassen, dass ich nicht irgendwo gegenstoße. Ja, das Problem ist halt immer, also egal was für ein Hindernis, ich muss ja immer drum rumlaufen und ich muss hinter diesem Hindernis die gerade Richtung wieder finden, gefühlsmäßig, die ich vorher hatte. Und da kann man sich natürlich schon auch verschätzen. Und was halt auch schwierig ist, ist Straßen zu überqueren, die schräg, sich in einem schrägen Winkel treffen. Also die sich nicht in einem rechten Winkel treffen, sondern in einem schrägen Winkel. Orientierungsmäßig ist das wirklich schwierig. Also ich überquere Kreuzungen, es gibt entweder so eine akustische Zusatzeinrichtung an den Ampeln, dann nutze ich die natürlich. Oder ansonsten, wenn es die nicht gibt, dann ist es eine fremde Kreuzung für mich, dann mache ich es wirklich oft so, dass ich ein paar Ampelphasen einfach an der Straße stehe und mich erstmal einhöre in die Abbiegerspuren. Also welche Abbiegerspuren gibt es? Gibt es Linksabbieger? Von wo kommen die? Keine Ahnung. Wie lang sind die einzelnen Ampelphasen? Sowas. Und ja, wenn ich dann irgendwann das Gefühl habe, jetzt habe ich es kapiert und jetzt fühle ich mich auch halbwegs sicher, dann überquere ich halt die Straße. So. Klar, wenn ich die Chance habe, versuche ich auch jemanden zu fragen. So. Also wenn ich mich jetzt auch, vor allem wenn ich mich unsicher fühle, dann spreche ich auch Leute an und frage die, ob sie mir helfen können. Also was für Hilfsmittel nutze ich so im öffentlichen Raum? Das ist eigentlich so, klar, die Leitstreifen nutze ich ganz viel, so an Haltestellen, auf Bahnsteigen und so. Gut, die Tür finden, das ist halt so, das ist zum Einsteigen. Ich mache es halt so, dass ich, also meinetwegen U-Bahn fährt ein, dann gehe ich auf die U-Bahn zu und bleib kurz vorher stehen und versuche dann erstmal zu hören, ob in meiner Nähe eine Tür aufgeht. Und in die Richtung gehe ich dann. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gehe ich halt mit der Hand sozusagen an der U-Bahn lang und suche eine Tür. Und dann muss man halt auch den Knopf finden, der durchaus auch in verschiedenen Höhen sein kann, auch bei der Straßenbahn.